Du hast sicherlich beim Spazierengehen schon einmal so einen Bach oder einen größeren Fluss gesehen. Bäche und Flüsse sind Fließgewässer. Aber wo fließt denn so ein Fließgewässer wie ein Bach eigentlich hin? Und wo kommt er her? Alle Fließgewässer starten an einer Quelle und fließen dann ins Meer. Fließgewässer teilt man in drei Bereiche ein. Da gibt es den Oberlauf, der ganz nah an der Quelle ist, den Mittellauf und Unterlauf, der dann in das Meer fließt. Schauen wir uns als erstes den Oberlauf einmal genauer an. Die Breite des Fließgewässers ist im Oberlauf schmal. Dadurch bilden die Bäume, die am Ufer stehen, ein Dach über dem Fließgewässer. Im Oberlauf gibt es nur kleine und nicht so viele Pflanzen. Schauen wir mal, wie die Wassertemperatur im Oberlauf ist. Aha, hier ist das Wasser kalt. Die Temperatur ist also niedrig. Und wie schnell fließt das Wasser im Oberlauf? Sehr schnell. Die Fließgeschwindigkeit ist also hoch. Außerdem hat hier das Wasser viel Sauerstoff. Deshalb ist der Sauerstoffgehalt hoch. Jetzt kennen wir die Bedingungen beim Oberlauf. Schauen wir uns im Vergleich mal den Unterlauf an. Das Fließgewässer ist hier viel breiter als im Oberlauf. Und auch unter Wasserpflanzen gibt es hier viel mehr. Das Wasser im Unterlauf ist wärmer als im Oberlauf. Es fließt auch langsamer. Die Fließgeschwindigkeit ist also geringer als im Oberlauf. Und auch der Sauerstoffgehalt ist im Unterlauf niedriger als im Oberlauf. Wir haben jetzt also gesehen, dass die Bedingungen im Unterlauf sich vom Oberlauf unterscheiden. In dem Bereich, der dazwischen liegt, also beim Mittellauf, liegen alle Werte genau in der Mitte. Und hier seht ihr nochmal einen Überblick über die Bereiche Oberlauf, Mittellauf und Unterlauf. Aus den unterschiedlichen Bedingungen der Bereiche eines Fließgewässers ergeben sich unterschiedliche Lebensräume. Vor allem für die Fische. Check also die digitalen Unterwasserwelten aus und werde zum Fischchecker. Gecheckt? Los geht's!